Willkommen bei der Zurück. Ja, genau. Willkommen zurück bei der nächsten Folge Galactic Science. Wie man vielleicht hört, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen gibt es diese Folge heute in der. Ich habe eine andere Stimme-Edition. Ja. Und ich würde mal sagen, ohne jetzt viel zu labern, direkt weitermachen, wie wir im letzten Mal aufgehört haben, mit der Raffinerie. Und dafür brauchte ich wieder gepressten Stahl, Kupferkanister und einen Ofen. Genau. Kohle. Kohle wäre interessant. Da ist Kohle. Ich brauche wie viele Platten? Ich brauche zwei Platten. Das heißt, jede Platte sind zwei. Das heißt, ich brauche vier. Das heißt, ich habe zu wenig Kohle. Schon wieder. Viel zu wenig. Wäre natürlich immer interessant zu wissen, ob das auch mit Holzkohle geht. Ich meine, ich habe ja genug Holz. Brate ich einfach mal hier. Nee, nicht so rum. Nee, stopp. So. Nee, dahin. So. Mal schauen, ob das auch mit Holzkohle funktioniert. Das mache ich mal hier. Da, 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 da. Direkt mal wieder zwei. Das heißt, ich hätte schon mal einen Stahl fertig. Und ich glaube, ich muss diese Kabel hier alle nochmal umändern, dass ich das hier alles aus den Galacticraft-Kabel oben mache, weil die hier sind ja noch relativ teuer. Die Galacticraft-Dinger hingegen kann ich jetzt schon machen und ich sehe gerade, mein Sauerstoff geht zur Neige und ich hoffe, es wird langsam mal wieder Tag, weil es ist sonst blöd. Naja, mein Strom geht auch langsam zur Neige hier. Da ist schon mal die erste Platte. Jetzt müsste hier oben hoffentlich Kohle angekommen sein wieder. Für den Fall, dass es mit Holzkohle nicht geht, was ich nicht glaube, dass es funktioniert. Man kann es mal probieren, aber ich glaube nicht. Nee, geht nicht. Aber was ist das hier? Was braucht man für? The fuck? Wofür braucht man das denn? Die Maschine habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Kann auch ich mal wieder was lernen. Ich kann die Kohle einfach hier in Dinger zerlegen und dann einfach hier wieder zu Kohle verarbeiten. Hier ist zwar jetzt, naja. Energieeffizient als fuck, aber was soll's. Hauptsache ich hab die Kohle. Ne, Moment, da, so. Weil ich das Gefühl, da kommt weniger raus, ne? Ja, mir kommt da weniger raus, als wie aus normaler Kohle rauskommen sollte. Weil ich meine, gut, ist auch nur Holzkohle. Kann ich in dem Fall mit leben, dass das so ist? Ne, jetzt wird's ja. Hä? Naja, gut. Anscheinend ist das irgendwie zufällig, wie das da rauskommt. Was soll's? Ich hab meinen Stahl. Denke ich mal, ja. Ihr seid wieder leer, alle Mann. Seid ihr. Perfekt, super. Ah, stopp. Lustig. Letztens waren die doch noch alle auf Dingens hier, auf Batterie schon vollgelaufen. Jetzt sind die alle wieder leer. Was zieht denn hier so enorm Strom? Ah ja, klar, die waren ja leer, gelaufen, waren ja leer, weil die, nee, nicht leer, die waren vollgelaufen, weil das da oben hier wie heißen sie, die Siebapparaturen stillstanden, weil nichts mehr drin war. Das war die Geschichte. So. Es gibt ja nichts, was einen mehr abfacken könnte als eine laufende Nase im Sommer. Nicht, dass ich das gewöhnt bin, weil ich eh Allergiker bin, aber braucht man nicht unbedingt haben. So. So, so, so. Ach so. Okay, jetzt braucht ihr nur zwei. Dann braucht ihr, glaube ich, noch einen Ofen, ne? Und Cleanstone. Haben wir Cleanstone. Da ist der Ofen. Stone, da ist es Stone. So, jetzt habe ich gleich alles, oder? Raffinerie. Going up in the world. Sehr schön, Kabel. Ich freue mich über Kabel. Oh je, ein Creeper. Ich sammle hier mal Mobs. Enderman, Creeper, Zombie. Leerer Kanister. Du bist mit Lava voll. Perfekt. Weil die Kästchen nicht reinfüllen. Schade. Aber ich habe doch schon Ölkraft voll. Ah, Moment. Kann man jetzt hier ein bisschen tricksen? Ne, einen Treibstofflader bauen. Schade. Ich würde mal sagen, vielleicht jetzt zwischendurch erstmal ein neues Solarpanel. Beziehungsweise, man kann auch mal diesen komischen Cobblestone eventuell automatisieren, das Ding.
Brauche ich jetzt die eigentlich nicht direkt, ne? Nö, ich häng's so lange mal hier an die Wand. Na gut. Völlig fail platziert, aber egal. Super. So, mal eben schnell die Nase geputzt. Ein Meteorit. Du kommst da rein. Was hatte ich für Solarpanel schon vorbereitet? Ich glaube, da brauchte ich jetzt auch wieder tonnenweise Stahl für. Ja. Cobblestone kann man immer machen. So, just for fun. Einfach mal so, einfach immer, wenn man hier so vorbeikommt, mal so ein Stack von diesen Dingern craften. Wobei man das rein theoretisch auch eine Maschine machen lassen könnte. Ginge, glaube ich, auch einfach schneller, wenn die das dann. Einfach, wenn sie hier Lust hat. Fail, durchkloppt. So. Ups, so. Jetzt mache ich das da wieder zu denen. Warum bleiben da eigentlich immer so drei, vier Sachen übrig? Das ist erst dreifach, ich brauche vierfach. Vielleicht sollte ich wirklich irgendwie einen Cobblestone Generator irgendwo dranhängen und denen das machen lassen, aber das hat ja Zeit. Ich würde mal sagen, vielleicht das hier hinten mal automatisieren, dass der hier automatisch das Zeug durchkloppt und dann. Und dann direkt Dingsen macht. Genau. Dann brauche ich aber erstmal Kabel und dafür brauche ich wiederum Dingsdinger hier, Fäden. Und dafür wiederum muss ich den Baum pflücken hier. Naja. Die spannendste Arbeit im ganzen Projekt. Den Baum verprügeln. Wobei ich glaube, ich könnte die Wolle auch mit diesem chemischen Gedingse da Maschine, ich habe den Namen vergessen, chemischen Synthesierer oder wie das heißt, zusammenbasteln, aber ich glaube, Wolle ist da unverschämt umständlich. Fällt mir auch gerade ein, man könnte doch dieses andere Rezept dann nochmal machen. Wieso mal nicht nochmal machen, sondern endlich mal machen. Das von der. Hier, wie heißt es? Dieses Methacryl oder wie auch immer es heißt. Methacrylsäure. Glaube ich, war es. Weil die brauche ich auch noch für irgendeine Quest. Und da gab es auch noch, glaube ich, gute Rewards für. Und ich würde mal sagen, das wird dann einfach jetzt mal so by the way gemacht. Und. Jeweils, ihr könnt mal rauskommen. Du kommst raus, du kommst raus. Ne, Moment. Ihr kommt auch wieder mit. Ihr könnt direkt weiterarbeiten hier. Ja, ich könnte ja auch mal gucken, ob ich mir irgendwo noch so eine Baumplantage hinstelle, die ich auch bei Nacht benutzen kann, weil jetzt bei Nacht hier rausrennen ist Kacke. Ich habe mal eine Idee. Ich kann ein bisschen Gold verschwenden und Redstone. Mir daraus mal eine Uhr basteln, um zu gucken, wann hier diese Sonne aufgeht. Okay, das dauert noch einiges. Ich hätte sogar kaputt gelacht, wenn ich schon eine Uhr gehabt hätte hier. Das dann verpeilt hätte. Aber dem ist glücklicherweise nicht so. Oh Gott, 5 Wolle nur. Da bekomme ich ja gerade mal ein Kabel. Nicht mal. Fail. Okay, das ist dann wieder so eine Friemelskrams hier. Ein Crafter. Wie war das mal der Crafter? Den machte man mit. Ne, nicht so. Einfach mit Werkbänken und Redstone-Fackeln. Nur das geht ja noch. Dann mache ich mir einfach mal davon direkt die Stufe 2 und die Stufe 3 geht. Same Procedure. Die brauche ich ja eh andauernd für irgendwas. Kann ich mir gleich ein paar mehr machen. Das mache ich dann wieder so rum. Und ich brauche noch einen zweiten Hammer. Weil dafür brauche ich ja. Nee, Moment, doch. Da wird einmal gehabt, ich muss zweimal hammern und dann. Genau, zweimal hammern und dreimal craften. Das war die Sache. Und deswegen würde ich mal sagen, hier ein bisschen Crushed-Zeugs rausholen. Gucken, ob ich ein paar Eisenblöcke zusammenbekomme. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich habe ja das da. Auch gut. Was hat man für gewöhnlich immer erst am Ende? Ich habe ihn jetzt sofort. Soll mich nicht stören.
Zack, 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 zack. Eigentlich ganz schöne Farben, dieser Sand. Ich glaube, so bei dem Modus kann man da sich schön ein Haus draus bauen aus so Iron und Copper und sonst was Sand hier. Das ist eine sehr dekorative Element. So, das ist Aluminium. Das ist Eisen. Das ist Kupfer. Moment, den das muss ich jetzt nicht durchklopfen. Der hier hat zumindest schon mal ein bisschen Holzkohle, die ich jetzt direkt wieder verpulvere hier. Das kann erstmal alles weg, das kann aber weg. Ich überlege gerade. Achso, mit Eisen. Nee. Ich will eigentlich erstmal diese anderen Dinger machen. Brauchte ich für den Hammerer. Dafür brauche ich, oh Gott. Eieiei. Okay, da brauche ich ein bisschen mehr Eisen, als wie ich gerade habe. Aber das hat ja Zeit. Aber ich würde mal sagen, man kann ja mal gucken, wie gut das produziert. Kohle, wobei hier kommen diese Meteoriten rein, das ist auch ganz praktisch. Was wollte der Verkabelung überlegen? Ja, vielleicht so einen Energiesektor hier irgendwie machen, dass hier die ganze Energie zusammenläuft und dann sich hier ein Batteriepack baut. Und dann vielleicht hier ein Kabel hochführe und das dann hier oben einfach der Reihe nach durchlege. Und dann kann ich die ganzen Maschinen alle dahin stellen. Und dann quasi da der Reihe nach abzapfen den Strom. Oder ich muss mal schauen. So, die sind alle schon wieder leer, ne? Na gut, das ist blöd. Oder ich mache mir auch mal so eine automatische Lava-Geschichte, dass ich automatisch Lava hier erzeuge, der dann automatisch da reingefüllt wird. Ich weiß zwar gar nicht, ob es funktioniert, aber ich hoffe es einfach mal. Ah ne, es ging nicht. Aber ich kann mit der Lava doch hoffentlich anderes anstellen. So, wann wird es hier mal welcher Tag? Die bewegt sich überhaupt nicht. Warum bewegt die Scheißuhr sich nicht? Warum? Eigentlich will ich meinen letzten Lavatank nicht verheizen. So, das letzte Backup. Für den Fall, dass dann mal irgendwann mich eine Idee habe, wie ich hier Strom herbekomme. So, machen wir es mal ganz toll. So. Wo sind sie? Hier oben schwebt da irgendwo rum. Da ist er. Hier direkt mal wieder voll tanken, die Dinger. Ich meine, ich wollte ja auch das andere nehmen, aber das ist hier alles irgendwie nicht so. Deswegen will ich ja ein paar Solardinger machen, eine Batteriebox. Was brauche ich dafür? Batteriebox. Ach, komm schon. Warum brauche ich überall den Stahl für? Was die einzigste Möglichkeit ist, der herzustellen. Kann mir doch keiner sagen. Stahlturbine. Ach nee. Na, wobei. Wobei, das ist billiger. Auf Dauer. Ja, auf Dauer könnte das billiger sein, aber naja, er ist auf Dauer und ich bin noch nicht hier auf Dauerproduktion. Achso, das sind erst 8. Das reicht noch nicht für ein Dingens, für einen Block. Treibstoff. So, ja, das ist für das andere Ding, das brennt da drin nicht. Genau. Was soll ich tun? So, also Kohle habe ich wieder ein bisschen, aber das nützt mir in dem Sinne nichts, weil der Rest fehlt. Ich müsste mir echt noch mal diesen cool. Wie heißen sie? Ne, so heißen sie nicht. Wie ist das Ding? Crucible, nicht Kurs. Crucible. Knochenmehl und Ton. Das habe ich doch beides en masse, oder? Ja gut, Knochenmehl habe ich nicht en masse, aber ich habe beides. Dann mache ich doch mal davon einfach ein paar. Weil dann kann ich, wenn ich Glück habe,
mit dem Cobblestone Generator, den ich hier draußen ja irgendwo habe, irgendwie so eine Lava-Produktion machen, dass ich dann Lava mehr habe, dauerhaft. Dafür muss ich dann von diesen Dingern noch ein paar machen. Und die mache ich aus Diamanten. Naja. Naja, ja, ich sag ja gar nichts. Weil die heizen ja am besten. Pure Osmite. Einfach mal ein paar. Osmite Ingot 4867. 4871. Okay. Wo ist da jetzt der Unterschied? So, das eine ist Osmite, das andere ist Pure Osmite. Ach so. Interessant, das kann man so noch anders machen. Fasziniert. Diamanten. Oh, ja, gut. Da habe ich ja wieder voll viele von. Sag mir jetzt bitte, dass hier hinten Diamanten drin sind. Ah, oh, sehr gut. Mache ich direkt mal ein paar mehr von. Dann kann ich da mir jetzt schön dieses Zeugs rausbauen. Ich glaube, die Dinger mussten auch noch in den Ofen. Ne? Ja, die mussten auch in den Ofen. Das kann hier alles wieder raus. Bis auf ihr. Ihr bleibt drin. Das kann alles weg. Das wird immer noch nicht hell. Schade. Wäre ja schön, wenn es mal hell werden würde. Sauerstoff auftanken. So, genau, ja, das ist blöd. Da müsste ich hier wieder umbauen. Beziehungsweise anbauen. Dann mache ich mir hier noch so einen kleinen Extragang irgendwie rein. Hier so. Vielleicht hier. Gut, hier ist gar nichts. Ah, nein. Geh zurück da rein. Okay, dann mache ich mir hier so einen Extragang rein. So, da. Dann kann ich da diese Dinger hinstellen und dann mit diesen Blöcken hier den ordentlich Feuer machen, dass die dann da ordentlich produzieren. Dann kann ich da die Transfer-Nodes, die Flüssigkeit rausziehen. Die tue ich dann in so einen Tank rein. Am besten noch irgendwo unten ein. Dann kann ich das direkt da unten rumfüllen. Dann habe ich da ein bisschen Buffer. Gleichzeitig hier immer schön neues Eisen. Ja, ich sagte Eisen. Ah, Mann, ey. So. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder total überzogen. Aber das tue ich ja eh irgendwie immer. Von daher ist hier nichts mehr drin. Ich will meine Kohle nicht opfern. Hier brennt mit meinen Baumstämmen. Ja, genau. Also, ja. Vielleicht schon die Umbauarbeiten. Ich weiß es noch nicht. Wenn wir Glück haben, wird es jetzt. Ja, es wird langsam Tag. Vielleicht sieht man hier schon langsam Sonne aufgehen. Nicht, aber das sollte dann auf jeden Fall in der nächsten Folge der Fall sein, dass die Sonne wieder auftaucht und dann kann man hier anfangen umzubauen. Und ich würde mal sagen, bis dahin noch eine schöne Woche und tschüss.